Wie lange fliegen wir? 1400 Lichtjahre? 1 Million Sprünge. Damit habe ich gerechnet. Frameshift, Klappe die zweite. Der erste Honk des Tages. Er ist etwas Besonderes. Abgeschlossen. Mehr ist hier nicht. Ein ernüchterndes System für den Einstieg. Aber hier könnten wir tanken. Brauchen wir aber noch nicht, denn wir haben noch mehr als genug Sprit. Aber während des Rausfliegens habe ich was ganz Cooles entdeckt. Eine Einstellung hier drüben, und zwar in Bezug auf unser Schiff. Außenbeleuchtung, die war aus. Ich liebe Lampen. Was soll denn das? Wie sieht denn das aus? Ist das wirklich eine helle Lampe? Gut, jetzt sind wir wahrscheinlich zu hell beleuchtet vom Stern, aber das ist das hier, ne? Und das hier. Schöne Decals. Ich werde ja nicht mehr. Zu dunkel, ne? Ich schieße trotzdem ein Bild. Weiter. Frameshift. Frameshift-Antrieb wird aufgeladen. Honk Nummer 2. Und wie gut sieht denn mal bitte unsere Lichterkette aus? Oh, und wie schnell wir jetzt Sprit sammeln können. Wie fett. Einfach so beim Vorbeifliegen mit 300, über 300 Litern die Sekunde. Alter Schwede. Wie viele Planeten? Ich habe nicht aufgepasst. 2 Himmelskörper. Können wir uns sparen. Deaktiviert. Beim Vorbeifahren, Mensch. So viel Sprit gesammelt, dafür habe ich eine Viertelstunde das letzte Mal gebraucht. Frameshift. Lichterkette, Mann. So gut. Ey, das ist so spielverändert. Ist eine Kleinigkeit. Ist wie so ein Rüstungsskin oder so. Aber ich gehe da voll drauf ab. Hammer. Wir brauchen unbedingt einen Wackelkopf. Ich muss mehr Arcs verdienen. Ich muss mehr Elite spielen. Aber hier können wir auf jeden Fall ein bisschen was mitnehmen. Es zumindest versuchen. Und letztens habe ich was entdeckt beim Erfassen von felsigen Planeten, ihr wisst schon, ne? Im VSS. Und zwar wurde da oben rechts zweimal angezeigt, dass der felsige Planet, den ich gerade erfasse, dass der nicht terraformierbar ist. Steht das auch da? Wenn er terraformierbar ist, wir sollten das ausprobieren, weil dann ist es nur ein Müh mehr Arbeit, hier im VSS die felsigen Planeten zu erfassen, weil wir würden es hier auf diesem Bildschirm sehen, ob der terraformierbar ist oder nicht. Das ist der einzige Grund, warum ich die Felsigen nicht mitnehme. Aber okay, jetzt machen wir erstmal hier unsere Arbeit, ne? Das Riesen, nee. Wirklich nicht. Hier, felsige Eisplaneten und die Felsigen halt, ne? Ich guck mal eben und achte ganz genau auf die blauen Schriften hier. Hier gibt's gar keine felsigen Planeten, keine felsigen Himmelskörper. Das war einfach nur zu nah hier. Auf der Spektralanalyse an den Eishimmelskörpern. Was für eine Frechheit. Wir wurden hinters Licht geführt. Mal wieder. Weiter. Ich bin bedient. Frameshift. Frameshift-Antrieb wird aufgeladen. Vielleicht werden wir hier fündig. High-Value-felsige Planeten. Und natürlich die anderen High-Value-Planeten. Okay. Kurz ein bisschen Sprit beim Vorbeifliegen mitnehmen. Aber Vorsicht mit der Hitze. Ich muss doch hier tanken können. Habe ich nicht alle tankigen Planeten auf der Route KGB Mofa? Aber nicht ausschließlich, ne? Ich glaube, da liegt das Problem. Entschuldigung. Hier ist noch mehr drin, ne? Neben KGB Mofa. Hier ist auch noch F. Und, ne? F. Frameshift. Grundscan. Oh, 2 Sterne. 2 auf einen Streich. Und hier können wir tanken. Aber System gescannt ist schon abgeschlossen. Komm, wir nehmen nur ein bisschen Sprit mit. Im Vorbeifliegen. Oh, es geht so gut. Wie schnell die Leiste. Ja, die Leiste, Mensch. Guckt euch die Leiste an. Nice. Wenn wir das regelmäßig machen, dann haben wir überhaupt keine Tankvorgänge, wo wir stehen bleiben müssten. Frameshift. Erkundungsscanner aktiviert. Das Zielsystem befindet sich hinter diesem großen Feuerball. Kurz auftanken. Ja, komm. Stell dich einfach hier hin, Mensch.
Dann machen wir kurz die alte Chose, VSS. Gibt es hier richtige felsige Planeten? Na? Nee, nur Eis. Und hier nur an der Kante wird felsige Himmelskörper angezeigt. Aber das stimmt nicht. Das ist alles Eis, oder? Hier, alles Eis. Frameshift. Frameshift-Antrieb wird aufgeladen. Guten Abend. Outouts, AKB, wir kommen. Aber erstmal wird gehonkt. 10 Himmelskörper. Wir hoffen auf Glück und viel Geld. Na, ist das was anderes? Ja, Welt mit hohem Metallanteil. Und hier wird's auch ein bisschen felsig, ne? Ich glaube schon. Ich guck mal eben. So, Testerfassungsrunde durch. Ich habe alle Planeten im VSS Scanner erfasst. Da waren ein paar Planeten mit hohem Metallanteil und ein paar felsige und ein paar Eisplaneten. Leider war keiner terraformierbar. Und demnach wurde das auch nicht schon im VSS-Modus angezeigt. Aber wie gesagt, ich bin mir da sehr sicher, dass zumindest mal angezeigt worden ist, nicht terraformierbar. Wir können jetzt leider nicht ausschließen, dass das irgendwie generell nicht angezeigt wird, weil hier war halt kein Terraformierbarer dabei. Ich werde jetzt noch ein paar Systeme die Augen offen halten. Nach einem felsigen oder metallreichen Planeten konnte man ja auch terraformen, weiß ich gerade nicht. Aber auf jeden Fall die felsigen. Wenn das im VSS angezeigt wird, dann würde ich die regelmäßig mitscannen. Ansonsten bleiben wir bei den High-Value-Planeten. Aber jetzt erstmal Frameshift. Frameshift-Antrieb wird aufgeladen. Auf ein neues. Da drüben, da ist das Zielsystem. Wir sind schon wieder fast voll getankt. 19 Himmelskörper. Wir brauchen gar nicht so nah ran. Mit unserem neuen Fuel Scope. Klasse 4. VSS, wir bitten drum. Einmal alles durchscannen. Schon wieder kein terraformierbarer felsiger Planet mit dabei. Und lustigerweise sehe ich jetzt weder, natürlich nicht den Eintrag von wegen ist terraformierbar, beziehungsweise ist nicht terraformierbar hier im VSS-Scanner. Das ist oben rechts, da wo jetzt VSS-Scanner aktiviert steht. Da stand ein paar Mal bei einem der vorangegangenen Scan-Vorgänge nicht terraformierbar. Aber das stand diesmal, wie gesagt, auch nicht da. Aber ich habe was anderes Lustiges entdeckt und zwar würde ich das gerne mal ausprobieren. Hier in der Systemkarte, da haben wir ja ganz gerne mal diese drei Zeilen. Zuerst entdeckt, also im VSS-Modus von zuerst erfasst mit dem Oberflächenscanner und dann Erstbetretung durch. Genau, das bedeutet, wer als erstes dort gelandet bzw. ausgestiegen ist, aber das steht nicht bei jedem. Hier zum Beispiel, dieser felsige Planet, da ist noch nie einer gelandet. Ist das wirklich so? Das würde ich gerne mal ausprobieren, um da kurz zu landen, um mich dort einzutragen. Ob das so einfach ist, sich hier nochmal zu verewigen. Ich weiß. Ich gehöre zu den wenigen Leuten, die in der Bubble was als erstes erfasst haben. Das war echt ein ganz merkwürdiger Zufall. Ich war am meisten überrascht. Aber ist das hier wirklich so einfach, sich hier nochmal einzutragen? Markierung ist gesetzt. Einmal bitte rüber. Wir brauchen ja gar nichts machen, ne? Wobei, stopp. Hier gab es ganz viele Planeten mit biologischen Samples, aber da war bestimmt schon einer unten. Einmal bitte Planeteninformation. Hier sind biologische Samples, 4 Stück. Aber hier war wirklich noch... Oh, Entschuldigung, das ist jetzt der andere wieder, ne? Natürlich werden die mit den biologischen Samples natürlich schon besucht worden sein, richtig? Richtig, ja. Aber uns geht's gerade gar nicht um die biologischen Samples, sondern um geologische Sample. Das ist doch schon mal ein Anfang. Wobei, warte mal, was war mit ihm hier? Der noch irgendwas Spannendes gehabt? Nee, keine Atmosphäre und du bist zu kalt, ne? Ja, du bist zu kalt. Aber hier haben wir zumindest geologische Signale und hier war noch nie einer unten. Das geben wir uns jetzt mal. Mal gucken, ob wir uns jetzt hier nochmal verewigen können. Einmal bitte rüberfliegen. Und um überhaupt hier erstmal die geologischen Signale angezeigt zu bekommen, müssen wir natürlich die Oberfläche erscannen. Das ist ein 4-Sonden-Planet, der all unsere Aufmerksamkeit verlangt. 2, 3. Naja, ob das jetzt so gut war, weiß ich nicht. Und eine Bubble vor Fehler. Vielleicht erreichen wir nicht das Effizienzziel, aber darum geht es ja jetzt auch gerade nicht.
Wir wollen hier nur irgendwo unseren Namen draufschreiben. Reicht das? Die letzte muss wirklich sitzen. Ansonsten haben wir ein Problem. Aber das sieht doch gut aus. Ein bisschen weiter links wäre nicht schlecht gewesen. Oh, Mist. Das ist kein gutes Omen. Wir müssen ein bisschen nach da. Also, hier so. Ja, und ein bisschen weiter noch. Klicke die Klick-Klick. Na los, Sondi, enttäusch uns nicht. Aber am Effizienzziel sind wir schon vorbei. Wir reihen uns hier ein zu Q-Rockstar und G. Edgarin. Der eine ist nur durchgeflogen, hat schnell den VSS-Scan gemacht, aber G. Edgarin hat sich die Mühe gemacht und diesen Planeten mit Sonden erfasst. Und wir geben uns jetzt die Mühe und werden da unten landen. Und wahrscheinlich ein paar Fumarole finden. Ne, Geysire sind mir auf jeden Fall sympathischer. Ein bisschen weiter links, denn hier war noch ein heller Zipfel. Hier wollen wir jetzt runter. Nein, keine Points of Interest. Wir wollen hier nur runter und gucken, ob wir jetzt hier eingetragen werden. Mehr wollen wir gar nicht. Ach, wie schön, Mensch. Und die Lichterkette... Oh, die Lichterkette erst. Ellie, ist gut. Wir schaffen das. Ich weiß, wir haben keine Schilder. Wir werden überleben. Doch wirklich, Ellie. Glaub mir, Ellie. Ich glaube, hier kommt jetzt einer in die Wohnung. Diesmal wirklich. Hallo, wer ist da? Guten Abend. Noch nicht ganz drin, ne? Ackert noch am Schloss. Komm, schnell noch hier den Namen eintragen, bevor ich entführt werde. Dass ich mich wenigstens so ein bisschen hier verewigt habe. Na gut, die Bubble, ne? Ja, die Bubble-Erfassung. Aber das ist schon so lange her. Man kann nicht auf seinen alten Lorbeeren sitzen bleiben. Lorbeeren? Hier. Ja, können wir gelten lassen. Runter hier! Aber schleunigst! Boom! Und nicht abstürzen, das wäre ganz cool. Hallo, du wunderschöne Tagesseite. Wir wollen nur mal ganz kurz landen. Nee, die Geysire. Ja, stimmt, die Geysire. Da ist ja noch was. Ah, oh, die Oberflächen, die sehen so cool aus. Bei Odyssey. Geysire, wo? Wir sind zu schnell, ne? Wir sind viel zu schnell, um die Geysire überhaupt wahrnehmen zu können. Wir sind bestimmt schon Dutzende unter uns vorbeigezogen. Immer noch zu schnell. Immer noch viel zu schnell. Die können gar nicht richtig spawnen. Die Nachtsicht ist immer noch an. Mhm. Guten Abend. Na, alles klar. Wir verewigen uns jetzt hier auf diesem Planeten. Oh, die Armbänder sind gekommen. Sehr schön. Ich bin gleich da, mein Engel. Muss hier noch ganz kurz meinen Namen irgendwo raufdrücken. Fahrwerk. Auch wenn ihr gerade kein Geysir ist. Aber das ist jetzt gerade weniger relevant. Na? Ah, geht doch. Gilt das jetzt schon? Oder muss ich vorher noch aussteigen? Nicht, dass das jetzt ein Schuss in den Ofen war. Abschussbucht, Fehlfunktion. Was? Wie bitte? Hat die keinen Saft oder so? Ich steige auch so aus, aber das ist jetzt schon so ein bisschen irritierend. Warum hatten die bitte keine Energie gehabt? Ich habe doch jetzt ein potentes Kraftwerk. Aber jetzt, ne? Sehr strange. Dieses Spiel foltert uns mal wieder. So ein ganz klein bisschen. Es spannt uns auf die Folter. Das Schiff kann ruhig stehen bleiben. Gilt das jetzt? Gehört dieser Planet jetzt eindeutig mir? Oder muss ich auch zu Fuß raus? Oder muss ich noch was ganz Besonderes machen? Ich steig mal so nochmal aus. Könnte natürlich alles Humbug sein. Was ich hier vermute. Aber zumindest hätten wir es dann ausgeschlossen. Oh, endlich wieder rumlaufen. Wie schön. Yay. Wirklich.
So einfach wie cool. Da müssen wir mal an der Bubble aufpassen, ob da auch noch ein paar Begehungen frei sind. Wie gut. Wir pfeifen auf die Geysire. Wir wollten sowieso hier nur unseren Namen raufdrücken. Bitte an Bord gehen. Ich möchte es gerne nochmal in der Systemkarte sehen. Einmal bitte die Systemkarte. Hier. Ja, da stehe ich jetzt. Der Hammer. Wunderbar. Weiter. Frameshift. Zack. Und schon sind wir im nächsten System angekommen und haben hier sogar noch einen erdähnlichen Planeten gefunden. Zwischenzeitlich habe ich sogar mein Experiment fortgesetzt. Ich habe ein System gefunden vor 4 oder 5 Sprüngen zum Einfliegen, leider ohne Aufnahme. Da gab es 5 terraformierbare Planeten, aber bei keinem wurde mir im VSS-Modus angezeigt, dass dieser oder jene Planet terraformierbar ist. Ich kann leider bis heute nicht sagen, warum mir das einmal angezeigt wurde, wenn ein Planet nicht terraformierbar ist. Aber naja. Das bedeutet, wenn wir Strecke fliegen wollen, dann nehmen wir die schnellen High-Value-Planeten mit. Aber wenn wir dann mal irgendwann unsere große Exploring-Tour angehen, dann nehmen wir natürlich alles mit. Und das scannt immer alles. Und gucken uns natürlich auch die biologischen Signale an, damit wir dann gleichzeitig unseren Explorer-Rang und unseren Rang als Exobiologe auf Vordermann bringen können. Okay, wir vertrauen den Sonnen, es geht weiter. Wie gesagt, ich bin jetzt schon ein Stückchen geflogen, aber ein bisschen ist noch. Oh mein Gott, der große Fuel Scoop. Der macht alles besser. Mach's gut, Erde 7 oder so. Wir wollen hier hin. Frameshift. Ach so, aber die 5 terraformierbaren Planeten habe ich natürlich mitgenommen. Nur jetzt so noch als kleine Randnotiz. Und ein System davor hatte ich sogar noch eine Ammoniakwelt dabei gehabt. Wir werden also reich belohnt, falls wir den Flug überleben. Deaktiviert, wunderbar. Sag ich mal bitte. Gibt's hier was Schnelles? Eine schnelle Mille? Nein. Nein, nein, nein. Zurück auf die Route bitte. Ausrichten. Frameshift. Das stelle ich mir aber auch ziemlich cool vor. So eine richtig große Exploring-Tour, wo alles mitgenommen wird. Und vor allem schön weit rausfliegen. Bloß dann müssen wir wirklich autark sein. Wir müssen in der Lage sein, unsere Module selber zu reparieren. Schön die Waffen rausschmeißen. Und generell das Schiff auf maximale Sprungreichweite tunen. Vielleicht machen wir das dann auch irgendwann mal mit der Diamond. Oder wir finden was Besseres. Keine High-Value-Planeten. Direkt weiter ausrichten. Supersprung. Hi, hi, hi. Na du, hast du vielleicht eine schnelle Million für uns? Wasserwelt, erdähnliche oder Ammoniakwelt. Da gibt es auch immer gut Kohle. Ich habe mir da so ein Bild runtergeladen. Da wurde mir das erklärt. Und da kann man von vornherein sagen, ja, da gibt es immer die Kohle. Bloß bei den felsigen Planeten ist es halt immer so eine Sache. Die müssen ja terraformierbar sein. Oh Gott. Ein Glück habe ich die Route überarbeitet. So viele gute, schnelle Planeten. Ihr habt so recht gehabt. 1, 2, 2. Wo ist er denn? Wo ist denn hier bitte 1, 2, 2? Nicht hinter der Sonne, oder? Nicht hinter der Sonne. Das wäre ziemlich unfair. Da ist er, ne? Wasserwelt, ja! Wie weit weg? Werden wir gleich sehen. Warte mal, stopp. Ach so, das gilt für das System, die 34% da unten, ne? Nein, das ist ja jetzt jedes Mal ein System, was wir vorher noch nie besucht haben. Das konnten wir ja auch einstellen. Und das ist so großartig. Die Touren werden immer reicher belohnt. Zack, einmal bitte rüber. Nickerchen. Wasserwelt, eine schnelle Million. Die ist uns 6 Sonden auf jeden Fall wert. Zack. 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 Rechts. Links. Und eine Bubble vor Fehler. Aber auf die Distanz ist das echt schwer zu machen. Aber wir vertrauen den Sonnen. Zurück auf die Route. Ausrichten. Na los, Sondis. Macht mal was für euer Geld. Hyperraum.
Zurück auf den E-Scanner, bitte. Nee, falsche Richtung. Hier, richtig. Einmal durchscannen. Wir machen gerade gut Strecke. Oh, hier ist ja richtig viel los auf der Route, Mensch. Tanken, ja, brauchen wir jetzt noch nicht. Ne, jetzt doch noch nicht. Das machen wir nebenbei. Nein, nothing hier. Schön. Weggesprungen. Wir sparen jetzt so viel Zeit beim Tanken. Das ist fast schon frech. Das hätte ich schon viel früher mal angehen sollen mit dem Fuel Scoop. Selbst schon davor, ne? Aber auf jeden Fall immer bei einem Exploring-Schiff, bei einem Flugschiff, womit man eine weite Strecke hinter sich bringen möchte, immer, immer, immer den großen Fuel Scoop holen. Na, was haben wir denn hier Schönes? Nichts. Weiter. Dö. Grundscannen. Es werden ja immer mehr Himmelskörper. Treibstoff vielleicht mal mitnehmen. Hier so hinstellen. Na, da geht noch mehr. Ohne Hitzeschaden. Der Schlauch muss auch viel, viel länger sein beim großen Fuel Scoop. Und kann es sein, dass sich die Hitze auch wesentlich langsamer aufbaut? Kann das sein? Warte mal, waren wir hier schon mal? Weiß ich nicht, ne? Aber hier ist nichts High-Value-mäßiges dabei. Schon voll? Oh mein Gott. So gut, so gut. Wir liegen sehr, sehr gut in der Zeit. Wir brauchen uns nicht abhetzen, aber trödeln wollen wir auch nicht. 7er, ja, zumindest etwas. Stelle ich mal hier rein. Schön mit 300, fast 50 Liter, Mann. Nein. Ganz kurz, warte, der macht das echt schnell, das brauche ich nicht mal schneiden. Ich fahre am liebsten mit vollem Tank natürlich. Was sagt die Hitze? Ah, noch ein Stückchen fliegen bitte. Jetzt, Frameshift. Oh, nee, doch nicht, tut mir leid. Abbruch. Wir müssen unsere Module schützen. Nach wie vor, wir haben noch ein Stückchen vor uns. Na, Hitze, geh wieder runter. Jetzt können wir, oder? Jetzt sinkt sie nur noch. Ich guck gleich mal nach. Wir sind doch bestimmt fast schon da. Und zack, 2. Wir können direkt weiter. Nee, hier würde ich ganz gern so schnell wie möglich wieder weiterspringen, damit wir noch mehr Zeit gut machen. Flop. Schon wieder keine Schweifis mehr. Ihr habt mir das ja mal erklärt gehabt. Mit diesen Milchstraßen, Querachsen und so weiter und so fort. Ist ein komplexes Thema. Ich habe den Text gelesen, aber das muss man auch erstmal richtig verdauen. Vielleicht, wenn ich jetzt nochmal die Route überarbeite. Nee, hier ist nichts weiter. Die Route überarbeite. Na, nimm das mal wieder raus, bitte. Nimm mal ganz kurz Just for Fun die wirtschaftliche Route. Jetzt wieder die Route. Bitte, wo sind die blauen Linien? Alles weg. Neu kalkulieren. Aber wir sind fast da, Mensch. Wirklich, wie schnell wir das Stück gesprungen sind. Ich weiß, wir krauchen noch. Ich meine, guckt euch mal bitte. Ne? Ja, ich brauche nichts sagen. Los, hier ist also auch noch ein Ingenieur. Ja, das Stückchen, das fliegen wir auch wie sonst. Nee, oh Gott. Wir sind das hier nur geflogen. Wir müssten bis hier. Aber da gibt es doch so eine Internetseite, ne? Neuronplotter oder so. Da kann man das doch so ein bisschen provozieren, dass man viel mehr mit dem Schweifboost unterwegs ist. Finden wir alles raus. Aber jetzt erstmal zum nächsten Materialhändler. Frameshift! Er ist in greifbarer Nähe, der Materialhändler. Come on. Abgeschlossen. Ja, Treibstoff brauchen wir nicht mehr. Die Linie war bis zum Ziel durchgezogen. Also weiter hier. Die Hitze aber, ne? Schön die Hitze im Auge behalten. Geht das hier in Ordnung? Starthitze war bei 64%. Es geht in Ordnung. Na, vielleicht noch ein bisschen Geld unterwegs einsammeln. Come on. Eine schnelle Mille. Nein. Naja, meine Güte. Ja, wir sind reich genug, glaubt mir. Da kommen bestimmt 5 Mille Minimum bei rum.
wenn wir erstmal unbeschadet ankommen. Oh. Oh. Schon wieder. Das hatte ich vorhin schon mal. Als ob mein Schubregler keinen Schub mehr gibt. What the heck? Was ist denn hier kaputt? Ich muss mal ganz kurz was gucken. Nicht, dass wir jetzt hier gleich explodieren. Sehr merkwürdig. Z-Achse war in den Einstellungen in Ordnung. Also, der Befehl kam. Nicht, dass das jetzt an Elite liegt oder so. Naja. Toi, toi, toi. Frameshift. Frameshift-Antrieb wird